Das ist so Rennen. Ich bin wie eine Schnecke. Ich komme nirgendwo an. Das ist nicht der Rennen. Ich bin in 3 Jahren noch nicht da. Was gefunden? Ja. Weg. Der Draht ist hinüber. Fuck you. Noch normal. Niedlich einfach. Ich sehe schon, dass es gleich wieder abreißt hier. Oder Bridges, Sophie. Ja, die Straße wäre jetzt so praktisch. Ja. So praktisch. Wo laufe ich überhaupt hin? Ich bin nicht da lang. Eine Art der Schwierigkeitsgrad auch beim Balance halten. Das weiß ich auch nicht. Na bitte. Doch gleich reißt es hier wieder. Weiß nicht, was das ist. Was ist eigentlich das Cappy hier in dem? Ich hab das durch irgendeine Nebenaufgabe, glaube ich, bekommen. Ich glaube, das war irgendeine Aufgabe. Hier, ne? Durch irgendeine Aufgabe bekommen. Am Anfang noch in das Gebiet. Ja, das war noch im ersten Gebiet, also wo ich das bekommen habe. Wo bin ich denn? War der Weg letztes Mal auch so schwierig? Hier ist ein Wasserfall. Was? Hallo? Ich bin irgendwie voll woanders. Kann man eine Brücke bauen? Wieso du dich erst bei mir nehmen? Wieso solltest du es nicht nehmen? Wegen deinen Schmerzen? Kann gut sein, dass ich auch mal eine halbe damals genommen habe. Also ich habe nicht Aspirin, ich habe halt andere Schmerztabletten. Kann gut sein, dass ich ich glaube, da hatte ich auch mal eine halbe genommen. 600 oder so. Hier drüben, hier drüben, hier drüben! Hilfe! Da drüben war aber so schwierig der Weg, dass ich komme. Ich komme jetzt hier irgendwie. Irgendwas blieb da drin. Wenn du keine Blutungsneigungen hast, greif zu. Hier diese Kopfschmerzen, das ist nicht schön. Ich hasse mein Leben. Kann ich hier was bauen? Ich kann ihn gar nicht hier in die Brücke bauen. Bitte! Gibt's hier gleich Frodo und Sam?
Ja, weil. Jetzt versuch mal Nova 7 und Propen oder Parasiton. Als wir die hatten. Ich habe immer Ibuprofen hier. Voll, jetzt wegen des Offen. Ist so traurig. Hätte. Ach so, das meinst du. Ah, schon. Weil du frisch gestochen hast, ne? Und dann. Ach, ah, okay, jetzt ergibt es mir. Trinken? Ja, so schlimm wie ich das denn. Ich muss da rüberkommen. Nein, 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 nein. Keine Ahnung wie. Ich hätte noch eine Leiter mir einpacken sollen. Ja, Bibi, ich kann jetzt nichts dafür. Ob Sam gerade pullert? Bestimmt. Hat er bestimmt gefühlt. Ich verschnaufe mal kurz. Nichts mehr das Bedürfnis hast, dir die Hand abzuschneiden. Kannst du jetzt die Krebs auch absetzen. Aber die machen verdammt dick in kurzer Zeit. Okay. Kenne ich nicht mal. Ich habe doch gar nicht das Bedürfnis. Ich darf nicht lachen, ich hab Bauchmuskel. Alter. Also nicht so schlimm wie das letzte Mal, wo ihr mich immer zum Lachen gebracht habt. Ah, okay. Kannte ich jetzt, ne? Also soll das zum Lachen bringen? Nein, bitte nicht. Doch. Zum Lachen oder zum Aufregen? Dann beanspruche ich meinen Bauch. Ja, ich habe wieder gesprochen. Keine gute Idee. Oh, ich weiß nicht, ob das klappen wird.
Das funktioniert gut. Ich rutsche weg, wegen dem Regen wahrscheinlich. Ja, oder deswegen. Hab ich überstanden. Ja, ja, ist einfach, ich habe einfach zu viel Sachen. Ja, aber er trinkt ja nicht so oft Energy, deswegen. Hat er heute mal getrunken und jetzt geht's ihm irgendwie blöd. Vielleicht solltest du das einfach gar nicht mehr trinken, das Zeug, wenn es dir dadurch dann schlecht geht. Manu, ich kann ja gar nichts hier machen. Puh. Furchtbare Strecke. Ja, Baby, sei ruhig. Gib mir keine Likes. Ich bin eine fliegende Rakete, dass ich von einem Punkt zum anderen komme und dann mich happy. Also schmeckt mir nicht, ich habe Apfelschorle, oder? Das geht aber auch. Bei Kopfschmerzen auf jeden Fall immer viel, viel trinken. Das ist bei mir das Problem, warum ich oft Kopfschmerzen bekomme, weil ich zu wenig trinke. Also mit einem hatte ich nie Probleme, mit dem zweiten schon. Ich kann alle Wege weg. Hier komme ich aber auch nicht weg, oder? Ich bin froh, wenn ich diese ganze Last hier... wenn ich diese Last los bin. Ohne Scheiß. Bin ich froh dann. Mein Akku ist auch gleich leer. Salz? Nein, ich hab schon wenig Salz. Sind wir noch einmal dran? Kennst du beim Gastgehen auch so kooperatives wie die Schweber? Genau so. Ich hab das Gefühl, wird hier nicht gut enden, wo wir gerade oben sind. Weil ich sehe, es geht nach oben. Ich muss aber runter irgendwie. Das ist eine Freude hier. Ich muss hier wirklich nach runter. Hui. Das ist so furchtbar. Richtig furchtbar. Ganze Geräuschscheiß. Steinschlag. Scheiße, es ist nicht so ein Schild gibt. Es pinkelt alle hier hin. Boah, ich bin wütend. Ich such das, ich hasse mein Lebensschild. Nee, ich hasse das Spiel. Oder dass hier viele Steine im Weg liegen. Scheiß Gebiet. Aus einem Spuck-Emote oder irgendwas. Aber es sieht jetzt schon mal hier ein bisschen besser aus. Na bitte. Immerhin.
Ich bin jetzt auf Aspen. Hoch in die japanischen Berge, fragt der... Oh nein. Kommt Witz oder was? Fragt der Senshi, sein Meister, Meister Aikura. Warum denken die Europäer, dass wir alle gleich aussehen? Antwortet der Meister. Ich bin nicht Meister. Du Arsch. Du Arschloch. Aua. Aua. Aber den kann ich jetzt... Den kann ich auch noch nicht. Das wird mal groß. Groß, oh, auf. Na bitte. Ich greife mich jetzt auch nicht wieder an, das wäre jetzt sehr, sehr nervig, wenn ich jetzt angreifen würde. Wollte er verfeinert auch mal ins Kaufen. Was denn jetzt ein Energy? Wenn du das nicht verträgst, würde ich es lassen. Weil du hast getrunken und jetzt geht's dir scheiße, würde ich hier ehrlich gesagt lassen. Oh, ich habe zu viel Ware hier. Warum habe ich hier nur eingeklaut? Die fahren jetzt nicht wieder hier mit ihren scheiß Autos durch die Gegend. Und dann habe ich gleich ein Problem. Ich will doch nur da ankommen. Bitte, hab da Bahn. Echt geschafft. Hallo Kayla. Und dann kann ich auch wieder mein Exoskelett aufladen. Sehr schön. Aufgeladen, wunderschön. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Kraft geprüft. Loot. Alles gut bei dir? Ja, es geht. Das ist in letzter Zeit ein bisschen stressig. Deswegen geht's so. Und bei dir? Es war viel besser. Warum ist eigentlich der Hintergrund? Vertikal und nicht horizontal gezeigt. Wäre der Hintern horizontal gezeigt, wäre es noch besser. Wäre es doch besser, so könnte man es schön klatschen haben. Wenn niemand die Treppe runter nimmt. Jetzt ist die Platze schon. Wow. Wow. Komm, okay. Ich nur nichts gesagt. Wird geliefert.
dir, dass du uns wieder besuchst. War kein schöner Ausflug. Meine Güte, das ist wirklich viel. Ja. Wow, so viel hatte ich nicht erwartet. Mhm. Hat auch keinen Spaß gemacht. Absolut nicht. Es hat wirklich keinen Spaß gemacht. 7 so eine fetten Kisten. Menschendetektor. Wir haben deinem Ultradeck eine neue Funktion verpasst. Eine Art Menschenscanner. So kannst du herausfinden, ob irgendwo ein Mule lauert, zum Beispiel hinter einer Mauer. Das ist cool. Der Roboter hat alles halb zerstört, ich sehe schon. Wir müssen echt Straßen hin, weil der Roboter kommt da einfach nicht richtig durch. So wie ich. Oh, bevor ich vergesse, wir möchten dir etwas schenken. Was ist das denn? Aber wo soll ich denn damit hin? Warum tut ihr mir das an? Ich bin froh, dass ich mal lastlos bin und ihr schenkt mir sowas. Was soll ich denn jetzt damit machen? Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Schweber lösen. Nicht Schweber lösen. Resin zweimal. Jeweils 800. Was soll ich damit jetzt machen? Also es ist schön, dass sie mir sowas schenken, aber wo soll ich denn damit hin? Was soll ich jetzt tun? Jetzt siehst du einen Truck hinter dir her. Ja, ich meine auch schon. Nicht besser, aber gestern beim Hausarzt zur Kontrolle wegen meinem Herzpuls war zu hoch und Blutdruck zu niedrig. Ich bin heute schon um 21 Uhr eingeschlafen. Nächste Woche nach dem Termin beim Handchirurgen. Alles nervig ein bisschen. Das ist scheiße. Ich habe nächste Woche auch, muss ich ein Echo machen. Zur Kontrolle, weil ich auch irgendwie immer so komische Schlafstörungen hatte und habe. Und ich habe auch mal so das Gefühl, es kommt vom Herz. Man macht sich manchmal auch ziemlich irre. Da kontrolliere ich auch immer meinen Puls, meinen Blutdruck und... ziemlich nervig. Dann mal gucken, was dann rauskommt. Ich hoffe nichts. Und übernächste Woche werden mir ja die Zähne gezogen, also die Weisheitszähne, 3 Stück. Und dann. Ja, ich kenne das leider mit dem ganzen gesundheitlichen Scheiß. Echt wirklich stressig. Dann hoffen wir mal, dass es bei uns beiden bergauf wieder geht. Irgendwie. Besser wär's. Ich habe einen Witz für Kekse gefunden, Peter zu seiner Frau. Ich bin ein 3D-Drucker, daraufhin seine Frau. Mach doch bitte die Tür zu beim Kacken. Aua. Aua. Manu. So, ich spiele selber noch weiter. Viel Spaß dir noch, Liz. Ich wünsche dir auch viel Spaß, Toni. Und Dankeschön. Liz, wenn du sauer bist, denk dran, Dinosaurier. Oh, nicht schon wieder. Sven, das hast du Freitag schon, glaube ich, gebracht. Da wollte ich dir schon, ein Schraubenzieher ins Nasenbein rammen. So, jetzt habe ich es gesagt. Ja? Ausrüstung herstellen.
Bring das jedes Mal. Ja, ja, ich merke schon. Hallo Elder Willow. Ja, ich bin noch weiterhin begeistert. Nur den Weg bis hierhin ist ziemlich beschissen, den ich gerade gehen musste. Der war echt sehr ätzend. Also habe ich hier noch Aufgaben. Schwer geschlagen. Ach so. Du willst hier verprügelt werden. Ich verstehe. Verteilt seine von. Ja. Können wir mitnehmen? Ich muss ja sowieso hier weg. Auftrag zugewiesen. Musst du dann auch alle 3 Monate dahin zur Kontrolle? Nee, ich habe erstmal, dass ich überhaupt mal einen Termin bekommen habe. Das habe ich. Im August war ich beim Arzt. Dann haben die erstmal mit mir so ein EKG gemacht. Da war alles okay. Aber bis ich mal den Echo-Termin bekommen habe, jetzt im November erst. Und im August war ich beim Arzt. Bis man da überhaupt mal einen Termin kriegt, ist furchtbar. Und ich habe noch Glück, manche müssen bis nach Dezember. Oder sogar im Januar erst. Das ist echt nicht beschissen. Nur um mal zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Also ich hoffe natürlich. Vielleicht ist schon müde dafür. Ja, ein Herzchen. Baby sieht glücklich aus. Seht ihr, kann nicht sagen, dass Baby unglücklich bei mir ist. Freut sich die ganze Zeit. Ich glaube, das wird hier nicht. Brauche ich gar nicht nutzen, ne? Genug Bandbreite. Verdammt! Kann man hier überhaupt irgendwas machen? Abgesehen jetzt von so einem Generator. Ich habe extra eine Waffe mitgenommen. Kannst du mich angreifen? Ich habe eine Knarre. Kommt her. Ich weiß, wie sie geht. Liebe statt Liebe, Listschlag. Aua! Ich merke schon, dass hier das, was das für das Motto ist. Ja, das ist es wirklich. Hier gibt es keine Liebe, hier gibt es nur Liebe. Das ist eine Brücke. Toll, wer hat die da platziert? Wer war das? Viel zu weit weg, genau im Gegnergebiet hier. Stiefel ganz viele. Metalle. Gut getroffen, oder? Nee, doch nicht.
Oh nein, 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 nein. Klappe. Gut. Wie weint man? Kann ich jetzt leider nicht schunkeln. Doch, wenn ich es vielleicht schnell mache. Also sanft natürlich. Ganz gut. Alles gut. Ja. Hiebe, wirklich. Du hast auch Hiebe verdient. So, was habe ich jetzt hier verloren? Meine Leiter und so. Wollte nur mal hier gucken. Hier läuft auf jeden Fall noch jemand rum oder mehrere, ich weiß es nicht. Nee, Schunkel. Null nehmen und Killerschlag. Wow. Hochwertige Erde. Pflanzenprobe. Ich will nur über die Brücke hier, ne? Ich voll lieb. Verloren. Echt mal langsam eine Pause irgendwo machen. So fast zerstört? Das stimmt doch gar nicht. Wir sind zwar über der Hälfte, aber es geht ja noch ein bisschen. Echt wieder da, okay. Ich schreibe gerade miteinander, das freut mich. Das ist eigentlich sehr schön. Jetzt kann ich
nur Uhr, ernsthaft? Na bitte. Ich sehe schon Keks und Sven in einer Arena laut schreien und sich die Haare knallen. Ich weiß schon wieder irgendwo, wo ich nicht sein sollte, ne? Verdammt. Der Weg ist echt. Ich bin von woanders gekommen, ne? Ich mag den Weg hier nicht. Der ist so unpassig. Immer nur. Okay. Bei Gamescom letzten habe ich die Arena gehört. Im großen Turnier aus Dragon Ball und Pokémon. Also ich glaube, du meinst Dragon Ball. Wofür müsste ich ja meine Fußspur melden? Ich kann da jetzt mit nichts anfangen. Ich war noch nicht auf der Gamescom. Auch leer. Wo traue ich hin? Gekommen. Er ist total erschöpft, das ist natürlich auch blöd. Ich bin hier! Hier! Da vorne ein Generator. Ich glaube, den Weg finde ich etwas besser als den Weg, den ich jetzt wieder gehen möchte. Weil der Rückweg war, also der Weg, den wir hierher gekommen sind, war furchtbar. Überall nur Geröll, Stein, alles furchtbar. Wasser. Also die Flüsse halt. Fusionen sind generell okay, die brauchen keinen Instant. Ich würde gleich hier hingehen müssen. Ich bin schon wieder voll. Oder irgendwie. Nur bitte. Ich bin fast falsch. Das sind aber meine Fußspuren. Keine Ahnung. Aber der Weg wird echt lang gehen. Nur bitte.